Hallo und willkommen zu einem Video der ganz anderen Art. Ich komme gerade zurück von einem, na sagen wir mal, außerordentlichen Erlebnis, denn ich war in einer Moschee. Ich musste schon suchen, um eine der größeren Moscheen zu finden, und habe mir dann einen Koran auf Deutsch geschnappt und bin los. Als ich ankam, war da noch Highlife, weil wohl gerade das Freitagsgebet beendet war und ich musste ziemlich lange warten, um überhaupt auf diesen wohl riesigen Parkplatz zu kommen, weil alle raus wollten und sehr ungeduldig waren. Aber einmal drinnen im Gebäude, da war es dann super gelassen und geradezu beruhigend. Ich ging auf eine Gruppe Leute zu und sagte mein Sprüchlein auf. Ein Christ hat mir gesagt, ich sollte doch mal Jesus eine Chance geben, in die Kirche gehen, eine Kerze anzünden und dann Jesus um einen Kontakt zu bitten. Und fairerweise muss ich das jetzt auch mit dem Gott der Muslime machen. Und das fanden die auch alle ganz toll. Und einer aus der Gruppe ging sofort los und führte mich dann in ein geräumiges Büro, in dem einige Leute noch miteinander redeten. Als es etwas ruhiger wurde, bot er an, dass er übersetzt, weil der ältere Herr, wohl der Imam, schätze ich, kein Deutsch konnte. Das ist eigentlich für mich problematisch, da Muslime in der jeweiligen Gruppierung verharren, anstatt das Land anzunehmen, in dem sie leben. Auch kann hinterher irgendwie keiner mehr sagen, was da eigentlich in dieser Moschee gepredigt wurde. Aber das war nur von kurzer Dauer, da der Chef dann wohl der Administrator dazu kam. Nach einer ganzen Weile verließ uns dann der Imam und dafür kam dann noch ein Mann, ein Physiker, hinzu. Und jetzt kam es eigentlich bei uns Vieren zu einer überraschend harmonischen Unterhaltung mit Tiefgang und über diverse Themen. Jeder hat seinen Standpunkt so dargestellt, dass es ja okay, der eigene, aber nicht der ausschließliche ist. Und so haben wir uns ausgetauscht und sind dann übereingekommen, dass man Teile des Korans, die als wissenschaftlich gelten, nicht mit Wissenschaftlern diskutieren sollte, weil sie das anfangs versucht haben. Nur sowohl der Physiker als auch ich, wir haben da abgewunken, obwohl er noch eher irgendwie noch einen Kompromiss dort finden konnte zwischen Wissenschaft und Koran. Aber die Lösung ist halt, den Koran nicht wörtlich als das wörtliche Wort eines Gottes zu verstehen, sondern eine Übermittlung, die heute halt angepasst werden muss. Und die Unterhaltung ging dann also nicht nur über Physik, sondern da war also ziemlich alles da drin, über Philosophie, über Psychologie, über die Art zu denken, die Art sich, also über Humanismus, über die Einstellung zu anderen Leuten und was man alles machen kann, tun sollte und so weiter. Und wie das dann in der Wissenschaft irgendwie dann ausgearbeitet werden kann, wenn man sich nicht wörtlich an das hält, was der Koran halt sagt. So, und das Ganze war aber von einer menschlichen Warte für mich eine totale Überraschung, weil ich kann mich, also vor 2 Jahren, da kann ich mich noch daran erinnern, da ist ein Imam mit schwingenden Fäusten auf mich losgegangen, nur weil ich ihn gefragt habe, wie er mit Inkonsistenzen, Widersprüchen und Fehlern im Koran umgeht. Und heute war das was völlig anderes. Heute war das ein Austausch. Heute war das eine menschliche, ich weiß nicht, eine menschliche Geste den anderen gegenüber, indem jeder dem anderen den Raum gelassen hat, um das Gegenüber zu verstehen, aber trotzdem zu sagen, okay, ich habe immer noch gesagt, na, ich bin da nicht überzeugt, aber ich bin bereit, eine Chance zu geben. Und die haben halt gesagt, ja, man muss nicht, wie das bei Christen ist, irgendwelche Rituale ausführen, sondern man kann sich, da kann man auf dem Motorrad sitzen und drüber nachdenken. Man muss sich halt nur Gedanken machen, was man von diesem Gott erwartet und wie weit man bereit ist, das zu akzeptieren. Na gut, und dann habe ich halt mich hingesetzt und habe ein bisschen im Koran geblättert und habe dann sinniert über das, was ich gerade erlebt habe und was dann im Koran steht. Also ich bin jetzt immer noch nicht überzeugt. Und bis jetzt hat sich auch noch kein Gott irgendwie Zeit für mich genommen. Das heißt, ich bin immer noch da, wo ich eigentlich vorher war, aber ich habe zumindest den Göttern eine Chance gegeben, sich mit mir in Verbindung zu setzen, wenn sie denn mögen. Aber das wollen sie wohl nicht. Na gut, sei es drum, aber at least I gave them a chance. Also, es
Also für mich war es positiv, eigentlich mit Menschen mich unterhalten zu können, mich austauschen zu können und einfach nur gegenüber zu verstehen und zu sehen, was die eigentlich denken und wie die ticken. Und das war eigentlich das Positive an dem Tag heute. Okay, viel Spaß jetzt noch bei den letzten Minuten, wo ich halt aufgenommen habe, wie ich da in der Moschee gesessen habe. Aber viel passiert ist da halt nicht mehr. Schönen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Okay, ich bin also in einer Moschee, große Moschee, und setze mich jetzt hier einfach in die Ecke und lese Koran. Das weiß ich nicht, wie ich das mache, dass man das hier auch so mitbekommt. Also, ich habe hier sogar einen Sweetie bekommen. Die sind alle unheimlich lieb und unheimlich nett. Und ich habe hier ein Buch mitgebracht. Kann man das lesen? Der edle Koran. Jetzt schlage ich hier irgendeine Seite auf und guck mal, was da steht. Wussten Sie denn nicht, dass Allah Ihre Geheimnisse und Ihre vertraulichen Beratungen kennt? Und dass Allah der Kenner des Verborgenen ist? Okay. Diejenigen, die da jene Gläubigen schelten, die freiwillig Almosen geben, wie auch jene, die nichts zu geben. Okay, das steht in Klammern. Finden als ihre eigene Leistung und sie deswegen verhöhnen. Warum die verhöhnen, weiß ich nicht. Denen wird Allah ihren Hohn vergelten. Ach so, das sind Drohungen. Und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Warum lässt denn Allah das überhaupt zu? Ob du für sie Verzeihung bittest oder nicht um Verzeihung für sie bittest, oder ob du 70 Mal für sie um Verzeihung bittest, Allah wird ihnen niemals verzeihen. Das verstehe ich nicht. Ich denke, Allah verzeiht alles. So der Allbarmherzige, der Allgütige. Deshalb, weil sie nicht an Allah und seinen Gesandten glaubten und Allah weder den frevelhaften, okay, den frevelhaften Leuten Gesandten glaubten. Okay, also irgendwie komme ich mit dem Deutsch nicht so klar. Deshalb, weil sie nicht an Allah und an seinen Gesandten glaubten, und Allah weist den frevelhaften Leuten nicht den Weg. Jene, die zurückgelassen werden, worden waren, freuten sich ihres Daheimgebliebens hinter den Rücken des gesamten Allahs und waren nicht geneigt, mit ihm gut und mit ihrem Blut für Allahs Sache zu kämpfen. Sie sagten, zieht doch nicht in die Hitze aus, spricht das Feuer. Naja, okay. Also das ist jetzt aus dem Koran gelesen. Was schön ist, dass die Leute hier sehr offen, sehr gastfreundlich und eigentlich sehr vereinnahmend sind. Das heißt also, hier gibt es keine offene Kritik, wenn ich sage, okay, ich glaube nicht alles. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass alles, was im Koran so drin steht, richtig ist. Was die dann gemacht haben, ist, die haben dann einen anderen Wissenschaftler, woher der jetzt kam, weiß ich nicht, einen Physiker. Und mit dem habe ich mich dann über Philosophie, über Psychologie und auch über Physik unterhalten. Oder beziehungsweise dann auch, weil die haben immer gedacht, ich wäre Christ. Und das musste ich immer wieder sagen, nein, ich bin kein Christ. Und ich musste immer wieder sagen, es gibt Sachen, die ich einfach nicht glaube. Wenn ich mir den Koran ansehe, wenn da drin steht zum Beispiel, alles ist als in Paaren erschaffen worden. Das glaube ich einfach nicht, weil es nicht der Realität entspricht. Naja, und dann kam eben dieser Physiker und der hat gesagt, okay, wir müssen lernen, so wie er, weil er sagt, ich bin Vollblutwissenschaftler. Der hat gesagt, er hat promoviert, also einen Doktor gemacht. Und ist aber auch leidenschaftlicher Moslem. Das heißt, er hat gelernt, zusammenzuführen, das, was in der Wissenschaft Stand der Dinge ist, und gleichzeitig das mit dem Koran zu vereinbaren. Und da habe ich ihn gefragt, wie er das schafft.
Und da hat er gesagt, ganz einfach, man muss den Koran wissenschaftlich lesen. Also das, was Bukhari ja gemacht hat. Also der hat ja gesagt, ich mache eine wissenschaftliche Übersetzung. Nur für mich ist das nicht mehr Wahrheit. Für mich ist das dann nicht mehr der Koran, so wie er eigentlich gedacht ist, nämlich als ein Dokument der Zeitgeschichte von vor 1000 Jahren. Gut. Aber alle haben mir einheitlich gesagt, ich soll mich einfach hierher setzen. Ich bräuchte das nicht wie im Christentum, dass ich da Rituale irgendwie vollziehe oder was, sondern ich sollte mich einfach nur hinsetzen und ein bisschen meditieren und ein bisschen drüber nachdenken, wie denn alles hätte so kommen können, wie es gekommen ist, ohne einen Schöpfer. Das heißt also, das ist das, ich weiß nicht, das God of the Gaps Argument, wir können das nicht erklären, also muss es ein Gott gewesen sein. Und dann kommt natürlich noch hinzu, Pascal's Wager immer wieder, das hört einfach nicht auf. Es schadet dir ja nichts, wenn du das so glaubst, weil dann kann dir ja keiner was tun. Die verstehen nicht, dass es nur stimmt unter der Voraussetzung, dass ihr Gott der Gott ist, der das tatsächlich dann beurteilt. Naja, Gott. Ja, wie soll ich denn jetzt hier meditieren über Gott? Okay, Gott, wenn du da bist, wenn du Allah, der Gott, der einzige Wahre bist, dann müsstest du doch in der Lage sein, für mich ein bisschen Zeit zu erübrigen, ein bisschen Zeit zu haben und zu zeigen, okay, hier bin ich. Wie das jetzt genau aussehen soll, das weiß ich eigentlich gar nicht. Natürlich kann ich das so machen wie Pine Creek, der einfach ein Tempotuch hinlegt und sagt, wenn dieses Tempotuch jetzt plötzlich anfängt zu brennen, dann ist das ein Zeichen. Aber das ist mir ist mir zu doof. Deswegen, ich weiß es nicht, wie ein Zeichen aussehen sollte. Es müsste doch möglich sein für einen Gott, dass er ein ganz klares Zeichen, eine ganz klare Handlung, einen Akt irgendwie vollzieht, der mich überzeugen würde. Weil ein Gott müsste doch wissen, was mich überzeugt. Auch wenn ich es nicht weiß, weil ich weiß nicht, was ein Gott ist. Ein Gott müsste wissen, was ich bin, und ein Gott müsste wissen, was ein Gott ist. Also müsste ein Gott in der Lage sein, mir zu zeigen, dass er ein Gott ist. Und warum er das nicht tut, warum er sich da versteckt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Angst vor mir hat oder ob das einfach ein Test für mich ist oder ob ich der Test für andere bin. Werden wir nie wissen. Ja, ich glaube, das war's dann soweit. Mir passiert jetzt auch nicht mehr viel. Ich habe es zumindest probiert. Ich habe jetzt gesagt, okay, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte zeig dich mir, stelle irgendwie einen Kontakt her. Es war jetzt aber nicht so wie in der Kirche, dass es verschwendete Zeit war, weil hier war es wirklich eine super Unterhaltung, super interessant, mit ganz, ganz netten Leuten, die sich alle bemüht haben, ohne zu predigen. Das ist ganz wichtig. Die haben sich mit mir als einem Menschen beschäftigt und haben versucht, rauszubekommen, wie ich wo bin. Und als die dann die üblichen Kandidaten wie Zakir Naik, Yusuf Estes und so weiter genannt haben und ich dann so ein bisschen skeptisch geguckt habe, haben die sofort gesagt, nee, okay, dann lassen wir das. Also wirklich gut gemacht. Also richtig nette Menschen, die auf einen eingehen und auch verstehen, wenn jemand sagt, nein, das überzeugt mich nicht. Dass sie das nicht pushen, sondern ganz einfach sagen, okay, das ist etwas, was du schon probiert hast, hat dich nicht überzeugt, also lassen wir das, also gehen wir auf eine andere Ebene. Und da fand ich das toll, das Zusammenspiel zwischen diesem Physiker und dem Theologen, dem Imam hier. Und die beiden haben sich eigentlich sehr bemüht und haben dann aus verschiedenen Richtungen gesagt, warum sie glauben, was sie glauben. Und das fand ich klasse. Das finde ich wirklich gut gemacht, wie die harmoniert haben, wie die sich da gegenseitig ergänzt haben und das dann klar dargestellt haben. So, das war also eine sehr positive oder ein sehr positives Erlebnis für mich, hier in eine Moschee zu kommen und mal mit den Leuten einfach nur von Mensch zu Mensch zu reden und nicht irgendwie als Gegner, wo man dann versucht, irgendwie den anderen zu widerlegen, sondern einfach ein Miteinander zu finden. Das fand ich wesentlich, ich fand befriedigender, als immer nur dieses, du willst mich widerlegen und nein, also ich finde, dass das, was heute hier passiert ist, da habe ich dafür gesorgt, dass die merken, dass nicht jeder Atheist blindlings an
Terroristen und so weiter denkt, sobald er an Muslime denkt. Und umgekehrt habe ich gemerkt, dass das nicht nur Menschen sind, die blind auf dem Koran raufhämmern und sagen, hier Koran, 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 sondern es sind auch nur Menschen, die im Grunde genommen einen Glauben haben, den ich nicht teile. Und das war es dann eigentlich. Und das ist das Positive, was ich heute gesehen habe, dass hier Menschen aufeinander zugegangen sind und sich untereinander verständigt haben. Und so sollte das eigentlich sein. Gut. Dann war es das. Ach, hier stehen ja ganz viele Korane. Sogar sehr hübsche. Aber ich darf die ja nicht klauen. Aber der hier, der finde ich schön. Der heilige Koran, guck mal. Kann man das sehen oder ist das zu dunkel? Sieht schick aus, schön verziert. Okay. Und innen drin, Übersetzung der Bedeutung des Heiligen Korans zur deutschen Sprache. Ah, okay. Der ist mal etwas anders, also in grün und dann die ganze Seite auf Arabisch und dann die ganze Seite auf Deutsch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Das ist eine andere Version wieder. Ja gut, der sieht gut aus, aber den lasse ich hier, leider. Das ist ja mal aus der Lease-Aktion, habe ich den mal bekommen. Gut, das war's dann. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Das war jetzt mein Versuch, einen Kontakt zu Allah herzustellen in einer Moschee. Bis zum nächsten Mal.